Und da ist er wieder, euer Zombie-Ex. Tut mir leid, dass das ein bisschen länger gedauert hat, aber wie viele von euch wissen, gibt es jetzt mittlerweile Battlefield 3. Dafür musste ich mein ganzes System wieder umschmeißen, weil ich leider noch so alte Software wie Windows XP drauf hatte. Mittlerweile habe ich jetzt Windows 7, zwangsläufig. Aber hat halt ein bisschen länger gedauert. Von daher, also entschuldigt, dass das ein bisschen länger gedauert hat mit neuen Videos. Nichtsdestotrotz geben wir dann jetzt mal Gas. Mal gucken, wo wir denn da stehen geblieben sind. Falscher Knopf. Sorry. Gucken wir noch mal. Quests. Was machen wir denn jetzt? Machen wir doch mal hier Familienangelegenheit. So, arbeiten wir uns doch mal durch. So, erst mal gucken, vielleicht können wir hier was reparieren. Gucken wir doch mal. Holzknüppel genagelt. Ja, machen wir doch mal alles fertig. Hallo? Reparieren, los! Ach Gott, ich habe nicht genug Kohle. So ein Scheiß. Gut, gut, gut. Dann gehen wir doch mal Autofahren. Yeah, Autofahren. Ups. Okay. Ja, erstmal wieder ein bisschen warm spielen, ja. Also nicht lachen, Leute. Ja. Ah, fuck. Ma, Autofahren ist scheiße hier. Oh. Oh, jetzt doof. Ach, Alter. Oder ein paar Leute platt fahren hier. Hey, da stehen welche hier. Ups. Hier, platt fahren. Oh, erstmal ein Burnout aus den Leichen, auf den Leichen machen. Macht's alle fertig. Ups! Anhalten, hier ist kaputt fahren. So, steigen wir nochmal aus. Oh, scheiße! Dann laufen wir jetzt erstmal hier rein. Tralalalala. Geht das hier noch irgendwie weiter? Was ist das denn? Oh, guck mal, da kann man auch her. Das kannte ich noch nicht. So, und einmal in die Fresse treten. Oh. Okay. Einmal Kopf ab. Kiste? Ah, cool, kann man Kiste werfen. Direkt mal ausprobieren. Kiste werfen. Fang doch. Jawohl, klar. Oh, klasse, Bein abgetrennt. Nimm die. Nimm da. Oh. Oh, verdammt. Yeah. Oh, ich glaube, ich habe mir eine Hand abgeschnitten. Sowas Dummes aber auch. Können wir die ganzen Koffer hier angucken? Ne, Gott sei Dank nicht. Das könnte ja ein bisschen länger dauern, wenn ich alles durchsuchen müsste. Warum liegen hier überall Koffer rum? Was ist das für ein Schrott? Mal gucken, wo wir jetzt hier landen.
den Berg runterlaufen. Voll krass. Yeah. Und nun? Schauen wir doch mal. Da kann man echt ewig lange laufen hier. Erst ein bisschen außer Atem. Okay. Gucken wir noch mal, was hier tolle Sachen gibt. Dann nehmen wir da direkt mal wieder ein Energy Drink. Energy Drink. Und jetzt? Bungalowdorf. Oh, da liegt eine Tote. Wow, 9 Dollar. Bringt dann ja unglaublich weiter. Oh yeah, ich guck euch das Gesicht und blende euch! Hallo? Wo ist meine Waffe? Alter. Get the hang of this. Yeah, 12 Dollar! Oh. No energy! Yeah! Und jetzt? Jetzt kriegt ihr aber die... Ups! Der scheint ein bisschen heftiger zu sein. Okay, gehen wir mal an der Stelle. Gucken wir mal. Inventar. Was nehmen wir denn hier schicket? Ah. Moment. Erstmal wieder reinkommen, ja. Nehmen wir doch das. Oh, Schnitt. Oh, ein Arm abgeschnitten. So, wo müssen wir jetzt hin? Da lang? Ja, sieht so aus. Hm. Da ging schnell. Nehmen wir den nächsten. Zack. Arm ab! Wie war das nochmal? Besser Arm dran als Arm ab. Ja! Ich bin fertig! Gut, so viel dazu. Ich finde es nur bedauernswert, dass meine Waffen immer so schnell kaputt gehen. Schon etwas blöd. Im Übrigen, wo wir gerade beim Thema Battlefield 3 waren. Ihr könnt mir ja gerne mal ein paar Kommentare schreiben, wie ihr es so findet. Ob sich lohnt zu zocken oder nicht. Oder doch. Weil ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht angespielt. Ich habe es auch noch nicht richtig installiert auf dem Rechner. Weil ich sage ganz einfach, aus Solidarität zu einem Kumpel von mir. Ja, warte ich noch so lange, bis er auch spielen kann. Weil momentan sein Rechner etwas spinnt. Wie gesagt, ihr könnt mir ja ruhig schreiben, ob es toll ist oder nicht toll ist, was ihr dazu sagt, wie auch immer. Ich fände es halt toll, wenn ihr überhaupt irgendwelche Kommentare abgebt, weil bis jetzt ist meine Seite noch recht leer. Aber vielleicht lässt sich das ja in naher Zukunft ändern. Na, zack und drüber über die Mauer. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? So, Wasser war schon mal wichtig. Okay. Erstmal Leiterruf. Und jö, fast am Ziel angekommen. Mein Gott, was für ein Weg. Dafür nur 700 Punkte? Everything is so fucked up. And these half-dead assholes, they're fucking annoying. I need more champagne. Champagner? Hat die eine Macke? Voll die Zombies überall und die will Champagner. Champagne and I'll give you whatever I have. Whatever you want. Aha. Ja, klar. Besorgt eine Flasche Champagner für Svetlana. Schwierigkeitsgrad Mittel. Belohnung 1000 EP. Aha.
Aber klar doch, machen wir alles. Okay, baby, we're going to party. Now find me some champagne. And not the cheap shit. Mhm. Okay. Gucken wir hier ein bisschen rum. Was gibt's denn hier noch Tolles? Drogen? Okay. Perfekt. Okay. Packen wir mal alles ein, was geht. Was? Lappen. Okay, machen wir mal wieder zu. Max sent you to find me? Mhm. I don't want to see her. Look, I'm not in love with her. I'm in love with someone else. Was will er? I can't believe that crazy bitch sent someone to find me. The whole world's going to hell and the last person I want to be with is that goddamn wife of mine. Take the money and whatever else you want. It's no use to me anymore. And tell her I'm dead. Believe me, it's for the best. Okay, das hat nicht viel Interesse an seiner Frau zu haben. Was haben wir hier? Oh, Medikit, das ist gut. Okay. I need champagne. Vielleicht haben wir hier in der Nähe irgendein Champagner. Gucken wir doch mal. Quest. Nehmen wir den.